So Leute, und damit herzlich willkommen zurück zu Two Point Hospital. Ich kann mir vorstellen, dass einige vielleicht sogar gedacht haben, Two Point Hospital wäre beendet, aber nein, das war es nicht. Ich bin nur zwischen den ganzen Shellshock-Parts am Ende jetzt krank geworden und konnte deswegen eben kein neues Video mehr aufnehmen. Und hab dann nur noch die ganzen Shellshock-Parts jetzt die ganze Zeit hochgeladen. Eigentlich bin ich immer noch ein bisschen krank. Aber ja, mir sind die Shellshock-Parts ausgegangen. Sprich, irgendwas brauche ich jetzt neben PC Building Simulator. Und da bin ich wieder zurück bei Shellshock. Aber ich denke, die ein, zwei Leute, die sich Two Point Hospital noch anschauen, freuen sich darüber bestimmt. So, ich werde jetzt aber erstmal schauen, dass wir wieder ein paar Leute einstellen, weil anscheinend haben wir hier Knappheit. Und anscheinend auch bei Hausmeistern. Okay, Ärzte sind gerade keine guten da und ja, du bist jetzt auch eigentlich nicht so gut, wie ich es gern hätte, aber ich brauche irgendjemanden hier für die... Warte, kannst du das? Ja. Ja, okay, das kannst du sogar machen. Dann vielleicht noch einen Hausmeister. Mir aus. Warte, du hast das. Ja, genau. Okay, der Geist ist gerade gegangen. Kümmer du dich doch mal um den Geist. Oder du. Irgendjemand. Oder du. Ich habe da so viele Hausmeister und keiner kümmert sich darum. Oh, hier brauche ich jemanden für die Psychiatrie. So, da bräuchte ich auch nochmal jemanden. Okay, nee, da ist niemand. Ist er jetzt? Entscheidet euch mal. Oh, wir sind jetzt ein 2-Sterne-Krankenhaus. Nice. Ja gut, das haben wir alles ja schon mal gelesen, deswegen denke ich, werde ich es nicht nochmal vorlesen. Jetzt brauchen wir 30 Patienten im Spritzenhaus, 3 Marketingkampagnen, eine läuft hier ja noch gerade für Frakturen. Wenn da dann auch irgendwann nochmal jemand zurückkommt. Und einen Ruf von 90%, den haben wir momentan. Müssen wir es nur noch schaffen, ein bisschen Geld reinzubekommen. Das wäre ziemlich nice. Wie wäre es, wenn das hier besetzt wäre? Dann wäre da nicht so viel los. Ah, okay. Dann geh doch du nicht... Mann! So, jetzt aber. Also, die Frakturenkampagne ist rum. Jetzt machen wir eine große... Ach nee, da kann man ja gar keinen großen Kampagnen für machen. Spritzen. Das war saudumm. Das stoppen wir mal. Nochmal eine Krankheitskampagne. Aber von der minimalen Dauer, weil... Ja, ich mach dann einfach eine neue. Stimmt, dann kann die ganzen Sachen hier ja noch upgraden. Sollte ich mich auch mal drum kümmern. Farbeimer, wo ist denn... Hier drüben war doch irgendwo so ein Spritzenhaus, oder? Hier. Okay, der ist schon auf dem maximalen Level. Das auch alles? Du auch? Nee. Jumbo McNally, CEO of Jumbo Corp, put out a profit warning this morning. If we don't crush all opposition, he said, our shareholders may not make that extra billion I promised them. He assures everyone he has a plan in place. So that's a relief. Gibt immer noch einiges an Zeug, was ich upgraden muss. Gott sei Dank steigt unser Marktwert weiterhin gut an. Und ich werde mal schauen, nee, hier, verfügbare Kurse, was haben wir denn da so?
Geisterjägerei, Mechanik 4. Na gut, machen wir jetzt nicht. Aber das könnten wir jetzt mal gebrauchen. Ausbilder machst einfach mal du, oder? 195. Ja. Und lernen können das alle 5. Das wird ziemlich lang dauern. Oder? 22 bis 34 Tage. Solange werde ich hier nochmal einen Krankenpfleger hinschicken. Ja, das hier nehmen wir an. Ja gut, wir haben jetzt immer noch zu wenig Krankenpfleger. Ich warte mal hier. Vielleicht ist das ein guter Krankenpfleger oder eine gute Krankenpflegerin. Wäre ziemlich wünschenswert. Bitte, bitte, bitte sei gut. Ich brauche jemanden guten. Ja. Könnte man auf die Station senden, theoretisch. Hier hinten können wir mal jemanden gebrauchen, der sich darum kümmert. Okay, die Primator kann auch leistungsfähiger werden, ich weiß. Ich kümmere mich jetzt aber erstmal... Oh. Ich kümmere mich jetzt aber erstmal um diesen Entleuchter da oben. Und schaue mich nochmal beim Personal um. Jobs. Du machst Upgrades. Und du machst keine Upgrades. Ja, ist okay. Du bekommst eine Beförderung. Du bekommst eine Beförderung. Du bekommst eine Beförderung. Und du auch. Na? Psychiatrie 4. Das wäre wichtig. Weil uns fehlen die ganze Zeit Ärzte bei der Psychiatrie, da wäre es vielleicht nicht schlecht, wenn wir jemanden hätten, der das wirklich gut kann. Stimmt, und wir sollten hier noch weitere von den Teilen bauen. Zimmer. Hier oben Arztpraxis. So. Sekunde, sind die 5 Plätze breit? Ne, 4. Okay. Ja, Filmstar-Besuch. Dann sollten wir hier hinten vielleicht noch eine weitere Kampagne für Spritzen machen. Wir brauchen ja 3 Stück. Jetzt haben wir 3. Habe ich jetzt eigentlich hier was Neues gestartet? Ja. Ja, habe ich. Stimmt. Wir experiencing some minor difficulties right now. I hope you can hear me, because I can't hear myself. I can't hear anything, as a matter of fact. Oh, wait. My headphones were unplugged. There we are. Lovely. So. Und ich habe gesehen, das Krankenhaus hat letzten Monat nicht kostendeckend gearbeitet. Ich hoffe, das wird es nächsten Monat. Ich will nicht schon wieder beim 3. Stern pleite gehen. Weil ganz ehrlich, irgendwann muss auch mal gut sein. Nee, das haben wir schon nämlich hier. So. Einen Teppich. Obwohl, den brauchen wir eigentlich nicht zwingend. Erstmal mit einer Mülltonne. Und einer Waage.
Okay. Das schauen wir uns nicht an, sondern ja, keine Todesfälle haben wir nicht und Krankenhaus mit bester Forschung haben wir auch nicht. Okay. Hier haben wir jetzt aber ein neues Zimmer. Da hinten haben wir noch einen Geist, da haben wir noch einen Geist. War eigentlich irgendwann mal jemand in diesem Deprimator drin? Ich habe keinen Plan, ob da jemals jemand drin war. Ich werde mal den Megascan upgraden. Wie wäre es, wenn sich da mal jemand drum kümmert? Personal, wo bist du? Du gehst dahin. Und du. Dahin. Hallo, kümmere dich doch mal um den Geist. Na endlich. So, Beförderung, kein Problem. The world-renowned Cirque du Parfait is no longer under investigation. So come experience the magic, wonder and terror of our glass-boned acrobats. And face-eating clowns. It's a parfait day at the circus for everyone. More 2 Point, more often. This is 2 Point Radio. So. Ich weiß, dass der Deprimator leistungsfähiger werden kann, aber da geht doch sowieso niemand rein. So, Zimmer, Arztpraxis. Wie viel passen da denn nebeneinander? Ich muss mal schauen, wie viel Platz das ist. 14. Richter passen 4 Stück nebeneinander. Nee, jetzt geht das wieder mit den ganzen Tonen los. Ich will nicht, dass alle 2 Sekunden jemand hier drauf geht. Nicht so gut fürs Arbeitsklima. So, noch ein Schrank. Und das hier passt nicht mehr rein. Ja, ja, ja. Nicht jetzt. Da hätten wir schon wieder einen Geist. Nee, Personal. So, da oben auch, aber da kümmert sich auch gerade jemand drum. Okay. Ist denn da oben schon die Weiterbildung fertig? Ja, die ist gerade fertig geworden. Als nächstes Instandhaltung 4. So, dann wird das Teil dann auch mal vollständig verbessert. Wenn die endlich da ist. Ist sie das? Nee. Okay, neue Krankheit entdeckt. Und wir müssen aber immer noch ein paar Leute heilen mit der Krankheit.
beziehungsweise im Spritzenhaus mit irgendeiner Krankheit. Holy fuck! Okay, ich sehe, wir brauchen noch ein paar andere Dinge. Zimmer, Spritzenhaus, noch eins. So, da muss einmal das Teil da rein. Der hier kommt noch rein. So. Noch eine Kaffeemaschine, Süßigkeitenspender. Hier hinten noch irgendwo ein Rosenstrauch und einen Feuerlöscher hier hin. Dann brauchen wir noch eine Flüssigkeitsanalyse. Da haben wir 7 Plätze frei. Machen wir so groß eine. So, den stellen wir einfach darin, weil er cool aussieht. Und stellen den Raum mit allem möglichen Zeug zu. Kaffeemaschine. Ja gut, vielleicht ist das hier besser aufgehoben. Dann die Kaffeemaschine nebendran. So, das Skelettmodell und das anatomische Modell nebendran. Und hier hinten irgendwo noch ein Schrank. Okay, damit teilt sich das erstmal auf. Das hier war der Spritzmeister. Okay. Hier wird auch erst nochmal geupgradet. Gleich muss ich dann aber hier weitermachen. Fuck. Wir haben jetzt schon 700.000 im Wert verloren. Wie kann es denn sein, dass man so viele Arztpraxenprobleme hat? Mann! Du darfst nicht in der Arztpraxis arbeiten, du auch nicht. Du auch nicht. Ja, ja, okay. In der Psychiatrie arbeitest gerade du und du, sage ich jetzt. Nee, du nicht. 1, 2, 3, 4 Leute müssen dafür reichen. Als ob da immer noch niemand ist. Okay, jetzt. Aber das ist echt anstrengend. Ist immer noch so mega viel los, dass da ist was? Allgemeine Diagnose. Okay. Alles mit der Instandhaltung 4 ist fertig.
Behandlung. Das ist aber nicht das Problem. Tage. Okay. So, da annehmen. Wir müssen die Krise jetzt irgendwie abwenden. Ich habe echt keinen Plan. Ich würde eigentlich sagen, da kommt noch so ein weiteres Teil rein. Zimmer. Na? Da. So, da irgendwo noch eine Mülltonne hin. Irgendwas. Okay. So. So. Dann hier hinten eine Mülltonne. Rosenstrauch kommt dahin. Und was bräuchten wir noch? Eine Kaffeemaschine. Und ein Süßigkeitenspender. Und mehr Sitzplätze. Eins. Zwei. Dann hier einen Sitzplatz. So. Na. Könnten wir auch noch ein paar Sitzplätze hinmachen? Obwohl, vielleicht gehen die noch näher. Nee. Okay. Ich suche was anderes hier. Okay. Dann brauchen wir noch Desinfektionszeug. Hier, hier. Dem Eingang irgendwo. Hier. Dann hier drüben. Und hier. Dann Heizung. Geht auch eine kleine Heizung. Und
Und hier dann ein großer Heizkörper. Hier oben noch ein kleinerer. Na? Was brauchen wir noch? Getränk und Essen. Hier Snacks. Dann... Schwierig mit dem Platz hier. Was bei mir noch? Feuerlöscher. Und Mülltonnen. Oben, dann da unten. Der seid ihr irgendwo? Ja. Okay, und wir brauchen natürlich Spielautomaten, damit die Leute ein bisschen Spaß haben. Nein, der soll näher daran. Hä, warum wollen die manchmal nicht? Da können wir das Teil irgendwo hinstellen, vielleicht noch. So. Und so. Und so. Hier hinten ist noch ein bisschen Platz für ein Bücherregal und noch so ein Broschürenteil. Ich will wirklich nicht, dass den Leuten langweilig wird hier.